Hallo und willkommen zu Einfach Wissen. Heute mit einer traurigen Nachricht. Der Schauspieler Hardy Krüger ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Nun steht es fest, Hardy Krüger ist tot. Der Schauspieler und Schriftsteller starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Kalifornien. Das bestätigte seine Agentur und auch seine Ehefrau. Eberhard August Franz Ewald Hardy Krüger war ein deutscher Filmschauspieler, Hörspielsprecher, Synchronsprecher und Schriftsteller. Er war einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler in den 1960er und 1950er Jahren und wurde bekannt durch Filmproduktionen wie Einer kam durch, Der Flug des Phönix, Die Brücke von Arnheim, Die Wildgänse kommen und Hatari. Durch diese Filme wurde Hardy Krüger dann vor allem in diesen 50er und 60er Jahren weltbekannt. Daneben veröffentlichte Krüger aber auch Dutzend Bücher und führte durch Fernsehsendungen und engagierte sich ziemlich stark gegen den Rechtsextremismus. Noch 2013 gründete er mit Exit Deutschland, Hark Böhm und Dieter Hallervorden die Initiative Gemeinsam gegen rechte Gewalt. Ziel der Initiative ist die Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus. Außerdem ist er ein Unterstützer von Mut gegen rechte Gewalt gewesen. Ja, schreibt gerne nochmal eure Lieblingsfilme oder vielleicht auch Lieblingsbücher von Hardy Krüger unten in die Kommentare. Bei mir war es ganz deutlich die Filmproduktion Einer kam durch. Ja, Hardy Krüger war ein unfassbarer Schauspieler, ein unfassbarer Mensch, der, glaube ich, ja, bei vielen Menschen auch Spuren hinterlassen hat. Und ja, auch wenn er natürlich in einem sehr würdigen Alter von 93 Jahren verstorben ist, stimmt einem das Ganze natürlich traurig, aber ich glaube, er hatte ein erfülltes, gutes Leben und hat uns hier auch wirklich was Schönes zurückgelassen. Also deswegen schreibt gerne nochmal euren schönsten Moment, vielleicht den schönsten Film oder das schönste Buch von Hardy Krüger unten in die Kommentare. Und damit verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal und ciao.